Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? So Freunde, kurzes Intro zum Video, weil ich glaube, sonst checken es nicht so viele. Eigentlich streame ich freitags nicht, das war eine Ausnahme, weil Focus hat bei einem Invite-Turnier mitgemacht. Ich glaube, das habe ich in dem Video 5000 Mal erzählt jetzt gleich, was ihr sehen werdet. Da waren mit die besten Teams aus der Welt, verrückte Teams. Wir wurden eingeladen, weil wir letztes Jahr extrem gut performt haben. Also wir kamen aus dem Nichts und haben eigentlich ja fast alles gewonnen, wo wir mitgemacht haben, außer in dieser letzten Liga. Da lief es dann nicht mehr so gut, aber da war das Niveau sehr hoch. Auf jeden Fall haben wir uns sehr gut geschlagen, haben uns einen Namen gemacht in Velo eSport, wurden da eingeladen, haben wir auch gute Reichweiten so auf den ganzen Kanälen und da habe ich das Ganze supported und habe dann eine Watchparty davon gemacht. So viel dazu. Mit Kuba und Bucher und Lame war auch später im Discord und zu den Giveaways, Freunde, nochmal von mir riesengroßes Dankeschön. Ich habe mir mal die ganzen Zahlen angeguckt, so letztendlich im Dezember, also vom ganzen Jahr. Wir haben von 7 Tagen 6,3 Tage im Schnitt aufs Jahr gerechnet gestreamt, im Schnitt 7 Stunden. Wir waren irgendwie Platz 10 der kompletten Welt. Manfred, der macht wieder irgendeine Scheiße. Platz 10 der ganzen Welt und Platz 1 in Deutschland. Da bin ich euch sehr, sehr dankbar, Freunde. Es gibt immer wieder Leute, die werden mich nicht mögen. Es gibt immer wieder Leute, die mögen mich. Hauptsache, ich bin rein mit mir selbst und ich kann euch da draußen unterhalten. Das ist das Allerwichtigste. Ich will einfach nur Danke sagen. Und deswegen gab es auch so ein kleines Giveaway mäßig. Und zwar haben wir zu Weihnachten, also ich würde es im nächsten Stream nochmal machen, werden wir Geschenke verlosen. Ich habe dann immer gefragt, ob die Safe 200 nehmen oder das andere halt. Dieses Spin wird alles erklärt. Und haben dann nochmal so random Leute beschenkt. Die wurden in Discord reingeholt, durften sich was aussuchen. Und ja, so viel dazu. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Kurs geht raus fürs komplette Jahr. Ihr seid die Besten. Also, das sind die Gruppen. Es gibt 2 Gruppen. 8 Teams auf der ganzen Welt wurden eingeladen. Und mir wurde gesagt, das ist mit das krasseste, was es gibt. Hier ist es. Cloud9. Das meintet ihr, ne? Krü eSport aus Chile. Focus aus Europa. Team Vitality, Team Liquid, Team 100 Thieves, Team Herk, Tietetics und Food eSport irgendwie was. Also schon sehr, sehr gute eSport Velo Teams, sagen wir es mal so. Preispool 100.000 Dollar. Ihr wisst, was damit passiert, Chat. Das geht in meine Tasche rein. Direkt aber. Okay, wenn ich raten müsste, wer von denen sieht vertopfrackt aus? Das ist deren Team. Dann sag ich, der Mann sieht aus, als wenn er Headshots verteilt ohne Ende in Velo. Das ist deren LoL-Team. Okay, passt. Congrats to Jay on being voted the best eSport-Athlet. Ach du Scheiße. Was wird denn das jetzt? Sind wir mit denen in einer Gruppe? Wir sind mit denen in einer Gruppe. Okay. Gegen den spielen wir heute. Das ist sehr schwer, Chat. Also wir sind ein absoluter Underdog. Hier sind so Teams, die seit Jahren da am Start sind. Es wurden 4 europäische Teams eingeladen und wir sind da drunter. Wir sind das einzige deutschsprachige Team. Sehr, sehr cool, dass wir dabei sind. Ich glaube, ihr habt jetzt verstanden, dass es sehr wichtig ist für Focus. 100.000 Preisgeld kann ich heute gewinnen, wenn die Jungs gewinnen. Dann, was sehr unwahrscheinlich ist, ich würde sagen, wir haben eine 18er-Quote. Zudem, Chat, werden wir jede Stunde aufgrund von dem coolen Support, werden wir, das ist aus meiner Tasche, werden wir Geschenke verteilen. Ihr könnt euch holen, dann immer rein in den Discord. Dann wird eine Münze geschnipst für 200 oder 300 Euro. Einfach für einen Witz, was ihr euch holen könnt. Entweder für 2 oder für 300 Euro. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal für 100 oder für 400. Muss ich noch gucken. Digga, ich muss ihn rausschmeißen. Also ihr werdet dann hochgezogen in den Discord. Es wird was, so Zufallsding. Ich kann ja so ein Spiel machen. Entweder für 100 oder für 400 Euro. Ihr könnt entscheiden. Eine Münze wird geworfen. Oder ich frage euch, willst du safe 200 Euro oder willst du 200 oder 300 Euro? So ein bisschen als Support-Chat für das Jahr. Ich habe mir die ganzen Zahlen mal angeguckt. Die letzten Tage und Wochen auch in L.A. Wir waren der erfolgreichste Streamer in Deutschland in dem Jahr 2023. Und ich glaube sogar overall mit diesen ganzen Subs zusammengerechnet Top 7 der Welt oder sowas. Also jetzt komplett aufs Jahr gerechnet. Und da finde ich, kann man auch mal so kleine Geschenke verteilen. Und deswegen machen wir das heute. Vielleicht mache ich das nochmal zu Weihnachten. Kam ja letztens sehr gut an, das Video auch mit Otto. Und diesmal machen wir es aus eigener Tasche. Ach ja, und Dennis hat mir gesagt, weil wir so krasse Außenseiter sind, pro gewonnene Map, ja, also pro gewonnene Map von Focus wird eine PlayStation 5 verlost. Von Dennis, von Focus. Also ein Giveaway-Stream mehr oder weniger. Das ist unser Team. Heute gibt es auch ein paar neue. Lime, Limonade und Keep Z. Die drei sind geblieben. Yugi, Louis
Iluri. Wong und Bora raus. Bora, du bist in mein Herz. Wong auch. Der war immer notgeil. Der hat immer zu den ganzen Bootcamps immer E-Girls eingeladen. Und er spielt immer mit Frauen. Er hat immer mit Frauen gespielt, die nicht so gut sind. Nur damit er auf sie geiern kann. Okay, den gönn ich's. Er ist Follower seit 2 Jahren. Kein Sub? Strikes ist aber okay. C9J ist der beste Spieler, den es gibt. Digga, ich das bin heißt, so gespannt, Digga. Ich bin so krass gespannt. Das heißt, by the way, Jay, Eli. Jay, ich nenne ihn Jay. Er hat gestern einen Award bekommen zum besten Spieler der Welt. Ah, okay, er ist der Beste. Er ist der Beste. Wir müssen loslassen. Er hat direkt 2 Kills gemacht. Ja, und dieses Overlay ist halt auch falsch rum, ne? Oben steht der einzelne Fokus. Ja, doch, so ist richtig. Overlay ist richtig. Einzelne Fokus. Glaubst du, ihr gewinnt eine Runde? Mann, natürlich, Henrik. Wenn wir 13-0 verlieren, dann schenke ich dir meine Twitch-Einnahmen vom Monat Dezember. Die müssen kommen. Die Runde holen wir. 4 gegen 4. Übrigens, Chat, falls wir eine Runde, ein Match gewinnen auf irgendeiner Map, verlost Fokus eine PlayStation 5. Die haben wir, die Runde. Wir haben sie doch nicht. Ja. Boah, Digga. 2 gegen 1. Sollten wir haben, ja. Ich glaub das nicht. Schießt! Oh, Digga. 2-1. Guck mal, die checken das nicht, dass es umgekehrt ist. Aber du merkst langsam selber, was ist das da? Wir sind Stänker. Wir stänkern rum. Wir sind fucking Macher. Hallo? Junge. Kuba, Digga. Aus welcher Dose redest du, Alter? Ja, bodenlos. Kuba, du musst rübergehen. Kuba ist in Manchester live vor Ort. Zieh den Stecker von Jay. Soll ich rübergehen? Geh rüber, sag ihm irgendwas. Sag irgendwie, was ihn aus dem Konzept bringt. Irgendwas völlig Verrücktes. Ich werde reingehen. Louis, weg. Jay. Er nervt so sehr. Er nervt so sehr. Weg. Mach weg. Oh mein Gott, er hat gechoked. Er weiß, dass er da ist. Er weiß es. Ja! Oh, okay. Nein, KPZ 3 gegen 1. Mach das jetzt nicht. Wer? Ja. Gut. KPZ machen. Digga, 9-8, Chat. 9-8. Yugi, verlier nicht die Operator. 3 gegen 1. Chill dein Leben, Yugi. Geh nicht pushen. Er wird das auf jeden Fall noch tryen. Ach du Scheiße. Oh Gott, nein. Aber er ist smart. Er bleibt extra auf A. Ui, Digga. Bleibt er auf A? Ja, aber er ist smart. Genau wie Ludi. Mit der Glatze. 9-9. Gut. Und Yugi hat noch seine Op. Mach weg. Mach weg. Hey, Jeff. Gib ihm Deckung. Lime, beschütz ihn. Beschütz ihn, wie bei Blindside. Ey, Jay, beschütz ihn! Oh mein Gott. Ja! Ja, der beschützt! Let's go! Wie bei Blindside, du musst sie beschützen, deine Familie. Ja, das Problem ist, die Ulti kam sogar ein bisschen zu early. Jetzt machen die den richtigen Go. Jetzt machen die einen Go. Jetzt wird's krachen. Aber die haben keine Waffen, wie sollen die pushen? Mit ihrem Pistol. Mach weg! Mach jetzt weg, Louis! Jetzt wegmachen! Weg! Schön! Nein! Ja! Ich hab's gesagt, Digga. Genau das habe ich gecallt. Die hatten keine Zeit. Was sollen sie machen mit ihren Pistolen? Oh, Timeout von C9, glaube ich. Oh, jetzt werden sie nervös, Chat. Jetzt rechnen sie. Da kracht's. Timeout vom Favoriten. Was ist das? Ah, okay, 2 gegen 1. Aber die Smoke ist gesetzt. Bitte sprayt ihn durch. Reinsprayen. Ja! Ich bin ja, doch, okay, gut. Ich wurde zwar gespoilert, aber okay. Erster weg. Zweiter weg. 4 gegen 3. Die müssen planten. Ja. Mach weg. 4 gegen 2. 4 gegen 1. Wir haben gewonnen! 4 gegen 1. Wir haben gewonnen! Warum? Warte. Yes. Wir haben gewonnen! Digga, wir haben sie! Digga, du hast dich schon wieder gespoilert, Mann! Hä? Wir haben gewonnen! Warte mal, ist es jetzt bei dir zu Ende? Jetzt ist es oder? Ach so, du hast... Digga, wir haben den Turnierfavoriten gewonnen. Gucken so blöd aus der Wäsche. Sehr geil. Erste Map. Ihr wisst gar nicht, wie wichtig das ist. Es ist zwar klar, erst so, nur eine. Ach so, ja, stimmt, Chat. Wir haben nicht komplett gewonnen. Wir haben eine Runde gewonnen. Nein. Hallo? Oh, mein Topfreger. Louis, how are you? How are you, man? I'm really good. I see your gameplay and really improved. You are Macher. Im Macher. You know the word. Ah, Macher. Yes, yeah, say it. Say it. Say the word. I am Macher. Really nice, really nice. One more game, man. One more game. Yeah, stay concentrated. Good job, bro. Good job. Stay concentrated. I'm really proud of you. Say it to the team. I'm really proud of you. Yeah, man. Will do. We'll win this first game, this next game first, and then got a nice little surprise on next map as well. So. Yes. For sure. Er hat jetzt die Wahl. Entweder nimmt er safe 200 Euro oder ich biete auch die Möglichkeit an, dass er sagt, okay, ich drehe am Rad des Bruches. Moin. Moin, was geht? Alles super, ne? Woher kommst du? Erzähl mal, wie alt bist du? Woher kommst du? Er hat random gewonnen, Chat. Er hat random gewonnen. Ich bin Dennis, 21, aus Berlin. Aus Berlin? Berliner? Ja. Sehr gut. Ich habe gesehen, du bist seit 2 Jahren bei mir Follower. Ja. 3.8. 2.22.
Das ist schön. Das ist super schön, weil ich mag es, wenn mich Leute schon lange verfolgen. Ich hoffe, dass du jetzt Glück hast oder ob du dein Ding safe nimmst. Was willst du machen? Erzähl mal. Ja, willst, lass zocken, ne? Willst du zocken? Also die 200 ja. Nicht, sondern du willst es dir angucken. Am Glücksrad drehen, ja. Am Rad der Gier. Okay. Lass machen, komm. Okay, gut. Hast du dir schon ungefähr gedacht, was du so holst damit? Ja, ich habe ein bisschen auf Otto. Ein bisschen auf Otto durchgestöbert? Na gut, okay, ich starte, ja? Ich starte. Das Rad der Gier, Chat. Das Rad der Gier. Es sind 400, glaube ich. Es sind 400 Teile. Wir sehen nichts. Ah, scheiße. Ah, passt. Aber es sind 400 gewesen. Ihr habt es gehört, glaube ich. Du hast die 400 Tacken, mein Freund. Oha. Was machst du beruflich? Ich bin Student. Oh, das passt ja dann. Na gut, mein Freund. Was wünschst du dir? Was suchst du dir aus? Zuallererst ist ein Headset. Ja, wie heißt das? Für die Online-Vorlesung. Logitech Zone Vibe 100. In welcher Farbe willst du es haben? Das war so ein graues. Das graue? Genau. Bisschen in der Mitte. Das schwarze, ja. Grau oder schwarz? Schwarz, schwarz. Schwarz passt. Und dann eine Festplatte. Eine Festplatte? Samsung 870. Ja? 870 Evo, 1 Terabyte. Ist es richtig, das erste hier? 1 Terabyte? Genau, das ist richtig. Es passt, 15% im Angebot. Lassen wir uns nicht lumpen. Aber du hast noch 200 Euro. Parfüm, Armani U. Armani U, gutes Parfüm, mein Freund. Willst du Intense? Würde es empfehlen, ja. Ja, ich würde dir Intense empfehlen. Ist ein bisschen teurer, aber ist besser. So, du hast noch 130 Euro. Ein Controller. Ich zock nicht mehr. Eine Elevate-Jacke. Eine schwarze gibt's noch, ne? Ja. Ja, machen wir. Oh, Elevate-Jacke, mache ich, passt. Hast du schon was von Elevate? Ein Shirt. Ja, Babyblau. Schon. Babyblau, ja, ist schön. Ja, ist gut. Dann hau ich dir hier noch eine Elevate schwarze Jacke rein. Winterjacke, die Winterjacke? Genau, die Winterjacke. Aber du kannst auch was anderes nehmen, ne? Also ich war nur nicht vorstellen. Ist kalt. Ist kalt, mach, passt. Puffer, passt. Jacket. Welche Größe? Eine L. Eine L, kriegst du. Guck mal hier. Damit haben wir es, Chat. Ich hoffe erstmal wirklich, das freut mich, dass du gewonnen hast, die 400 Tacken. Du bist seit 2 Jahren Follower. Ich hoffe, dass du mich auf keinen anderen Plattformen irgendwie mal beleidigt hast. Gar keinen Fall. Sehr gut. Ich bedanke mich. Na, kein Problem. Ich bedanke mich, dass du 2 Jahre Follower bist. Du bist der erste Gewinner. GGs. Vielen lieben Dank, dass du hier am Start bist im Stream. Paul, du hast die Playstation gewonnen. Mods, bitte bei ihm melden. Der Mann gewinnt die erste Playstation. Nuri Planted für Geld. So, schon mal gut. Wegmachen. Ja. Ja, Bonusrunde gewonnen. 3-0, Chat. Economy-Runde auf deren Map gegen den Titel oder gegen den Titelfavoriten. Wenn die das Ding auch gewinnen, verlose ich nochmal eine PlayStation 5 übrigens. Ist das geisteskrank? Oh mein Gott, Digga. Hast du gesehen? Ja. Er kam von hinten erschlichen. Dann nicht gesehen hat. Kuba hat sich am Finger verletzt, Chat. Kann ich leider nicht mehr, Chat. Es ist mir nicht egal. Deswegen bleibe ich das Finger. Ja, natürlich. Super. Guck mal den an. Digga, wie kann man mit der Waffe so aimen? 2 gegen 1. Super. Ja! 6-5. Stopp, Ruhe. Nice. Ecke-Runde gewonnen, Chat. Leim, er hat dich in der Lunte. Ach, komm jetzt. Er wird rausgelockt und kriegt ihn jetzt. Boah! Digga, hast du gesehen? Leim! Digga, hast du gesehen, wie er die auseinandergenommen hat? Aber wie? 3 gegen 2. Hier, der meinte, du hast kein gutes Crosshair. Du hast kein gutes Crossplay. Knapp, Leim, das war krass. Wow. Das ist so schön gespielt von uns. Also wirklich mit Util. 8-7 gut gespielt. 8-7 sehr gut gespielt, Chat. So gute Kinder hast du da, Edi. Dankeschön, Ekin. Jetzt, guck, piek. Oh, schau. Oh, links, er ist links, Yugi. Er ist links, Yugi. Hier hinter dir. Links, er ist links. Edi, er weiß das nicht, er hört dich nicht. Links. Hinter dir. Hier. Er weiß, dass er das ist, Er ist One-Shot, der Typ. Mach weg. Ja! Wie gut! Hilfe! Digga! Er hatte zweimal übertrieben Glück, dass der eine nicht geguckt hat, sozusagen. Also diese Wand hat ihm den Arsch gerettet. Obwohl das nicht mal seine war. Das wäre aber auch zu schön, um wahr zu sein, sag ich ehrlich, weil hätten wir den verloren, wenn die komplett. Oh, warte mal! Spike liegt da. Halt! Halt, Maul! Digga, 2 gegen 1. 2 gegen 1. Ach du Scheiße. 1 gegen 1. Ich sehe nichts. Okay, Jungs. Schneid euch an. Oh nein, es ist gegen Jay. Weg ist er. Eigentlich ist das so readable. Dass man sowas macht. Ist over, Chat. Beide halt oben. Ist over. Ja, ist over. Ist krass. Ich kann es jetzt schon nicht mehr zahlen. Schade. Anti. GG. It's okay, GG's. Anti. Es gibt ein Entscheidungsspiel. Ja, 1-1 steht's jetzt. Es gibt ein Entscheidungsspiel, Chat. Gewonnen hat
LFT Nightwave Away. Okay, der Mann ist Follower seit 3 Monaten. Hallo. Hallo, LFT Night. Wie spricht man dich aus? LFT Nightway. Eigentlich okay. Nur Nightway. Okay, okay, okay. Wie heißt du? Phil. Phil heißt du. Achso, ich höre dich manchmal nicht, Phil. Sorry. Till. Sorry, Till. Man hört dich manchmal nicht. Wie alt bist du? Was machst du? Erzähl mal. Ich bin 21 und bin Angestellter bei Siemens. Oh, okay. Wusstest du, dass ich damals ein Referat über Siemens halten sollte? Das ist dieses, das ist ein Riesenunternehmen. Egal. Das ist richtig. Ein kleiner Eisbrecher. Aber woher kommst du? Ich komme aus Elsnitz, das ist im Erzgebirge. Woher? Aus Elsnitz im Erzgebirge. Achso, okay. Also erstmal danke, dass du 4 Monate Sub bei mir bist. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ich hoffe, ich kann dich auch oftmals ablenken. Ja, ich bin in der Abo-Falle. Ich habe 6 Monate gleich abonniert. Achso, in der Abo-Falle. Ja, passt, ist okay. Gut, mein Freund, du darfst es dir jetzt aussuchen. Willst du die 200 Euro safe nehmen oder willst du am Rad der Gier drehen? Nein, ich nehme die 200 Euro. 200 Euro haben oder nee haben. Das ist, du sagst es. 21, Babs bei Siemens. Das finde ich sehr sympathisch, mein Freund. Sag mir, was möchtest du haben? Bei Otto? Willst du was bei Otto haben? Oder willst du bei Saturn oder bei Siemens? Ja, Siemens, das wird schwer, dass du mir eine Bahn kaufen kannst. Ich würde einmal gerne für meine Freundin ein Weihnachtsgeschenk holen. Sehr schön. Und zwar kennst du das, diese Mäntel, die du dir überziehen kannst, die so riesengroß sind, die du so als Decke nehmen kannst. Ja, ich kenne das. Ich kenne das. Dadurch, dass meine Freundin immer meine Decke klaut, wenn abends, wenn ja kalt ist, habe ich natürlich eine Decke. Und da so ein Ding willst du ihr kaufen? Ist 1,20. Ja, genau. Okay. Soll das eine Überraschung werden? Oder will sie das haben? Weißt du das? Ich weiß, dass sie es haben will, weil sie wird sich sowieso freuen. Dadurch, dass deine Decke hat. Das ist schön. Ich weiß aber nicht, ob es so ein Ding gibt. Hier gibt's was mit Pandas. Pandas sind cool. Hoodie Oversize, Kuscheldecke mit Ärmel und Kapuze. Decke, Ärmel. Mit Pandas. Mädchen mögen Pandas. Wusstest du, dass der Panda früher ein Fleischfresser war, aber weil er zu faul geworden ist, hat er sich dann sehr ein Bär. Und nicht, das ist der einzige Bär, der ein Vegetarier ist. Ja, ist vegan geworden. Also ich meine, ja, was willst du haben? Der ganz oben in der Mitte war eigentlich cool. Der hier, der graue? Nee, der eins war da oben war's. Der ist genau der, wo du jetzt gerade drauf bist. Das ist ein bisschen verzögert im Film. Also der hier, wo ich drin, für 38,99. Genau. Ja, genau. In welcher Farbe? Pink? Gibt auch Pink. Ja, genau. Passt. Okay, damit hast du aber immer noch 160 Euro. Was mache ich mit 160 Euro? Weißt du, was wir machen? Ja. Ich nehme 100, weißt du was? Machst du 60 Euro an Subs? Nein. Das ist dein Geld. Nein. Nein. Das ist dein Geld. Weißt du was? Weißt du, wie wir es machen? Wie du lässt, du machst dir Gedanken. Du musst es nicht jetzt entscheiden. Kannst später auch nochmal reinkommen und sagst mir, was du haben willst. Musst du nicht jetzt entscheiden. Könnte ich auch was bei Elevate nehmen? Ja, natürlich. Ich kannst machen, was du willst. Ich, aber was ich geil fand, war ein Hoodie. Ein Hoodie? Ja, also du kannst. Ja, genau. Du kannst auch, was du so, was anderes. Also musst du nicht Elevate sein. Würde mich freuen, aber musst du nicht machen. Kein Stress. Ich würde den Zipper nehmen. Dream Elevate Zipper. Ich weiß halt nie, ob der Oversize ist. Ich würde mir ein M nehmen. M? Okay, dann hast du aber immer noch, 100 Euro ungefähr. Ja, 90. Ja, 100, passt. Weißt du was? Mach dir ein paar Gedanken, sag mir dann Bescheid. Alles ist in Ordnung. Alles klar, dann machen wir das so. 3 gegen 3? 1, 2. 3 gegen 2? KPZ. Unser neues Shining. In die Fresse. Oh! 100%. 2-0 Fokus, Chat. 2-0 Fokus. Digga, was für ein Aim. Hilfe. Was ein Crosshair. Warte. Boah, alle auf A, alles auf A, Digga. Das wird jetzt krachen. Das wird krachen bei A, Chat. Ich sag's euch. Geiler Schuss. Boah! Nein! Digga, hast du das? Geil! Doppelt, ich küsse deine Glatze. Seit 2 Jahren ist Lukas Saft. 4.11. Follower. 4.11.2020. Super. Lukas kriegt VIP und kann sich jetzt schon mal Gedanken machen, Lukas. Du wirst nachher in Discord eingeladen. Der hat VIP, der kann reinschreiben. Was ist denn hier los? Oh, ey Jungs, bitte, die dürfen es nicht herausfordern. Die haben keine Waffen. Ist okay, ist noch ein Fliegen. Wichtigste Runde overall. Hey Ludwig, du darfst es nicht jinxen. Stack, oder? Die haben halt gehört, ne? Ich komm zum Strand. Nein. Oder? Nein, Digga. Die haben alles, die haben alles. Ja, der Breach hat halt die ganze Zeit auf Sound gespielt, da Mitte, ne? Die haben alles, Jungs. Wenn er jetzt rausläuft und die den beide nicht checken und beide Kills machen, bin ich richtig. Unten, bitte, nein, erster! Wichtig. Ja! 4 gegen 2. Gut, dass Yugi da weiter geschaut hat. 4 gegen 1. Oh mein Gott. Let's go! Jungs, ins Gesicht, in die Fresse. Wir haben 3
Spielbälle. Wenn wir jetzt einen von den nächsten drei Runden gewinnen, haben wir den mitbeste Velo-Team auf der Welt geschlagen als Newcomer und verlosen dann nochmal eine Playstation. Ich möchte nicht gucken. Ich sag nichts. Guck mal, den kannst du nicht killen. Die dürfen da nicht langlaufen. Erster weg. Ja. Zweiter weg. Ja. Dritter weg. Ja! Ja! Die geht zwei. Ja, ja, Operator! Nimm doch hier auf, Operator! Er lebt noch! 2 und 2. Ich glaub's. Er hat ihn von hinten. Ja. 3 gegen 1. Ja. Alle gegen 3. Ja! 3 gegen 1! Jetzt kannst du zeigen. Das Ding ist auch was. Let's go! Wir haben gegen das beste, mit das beste E-Sport-Team in Valorant gewonnen. Oh mein Gott. Guck mal wieder. Wir haben gegen Real Madrid gewonnen, Chat. Die haben 3 Stunden gespielt. Let's fucking go, Alter. Also wirklich. Let's fucking go. Hello, Yugi. Do you hear me? Hello. Yeah. I'm really proud of you all. You are the reason why I stand up every morning. 30,000 people looking the stream and we are really proud of all of you. Thank you. You are better than Jay. You have deserved the best player award of the world. Hallo? Thanks. Yes. Das ist die guck Stage, mal. Da zocken die ja, nachher? Ja, siehst du diese Box? Kennst du diese Box, die immer so bänken? LOL! Ach, guck mal, da spielen... Ja, das erwarte ich. So soll gespielt werden. Hallo, Till? Hallo? Hallo, hörst du mich? Ja, na klar. Okay, Till. Dann sag an, was hast du dir überlegt? Du hast einen Deckenhoodie für deine Freundin, einen Cream-Zipper genau. Hast noch was für 100 Euro offen. Genau, ich hatte mir dann, weil ich damals 100, mein Auto verloren hatte, beziehungsweise kaputt gegangen ist und ich keinen Führerschein mehr hatte, habe ich meiner Freundin mein Autoradio gegeben. Ja, ein Autoradio wird. Und da hatte ich mir jetzt ein Autoradio rausgesucht. Okay, wie heißt das? Das ist aber jetzt nicht bei Auto, das ist bei Mediamarkt. Ja, passt. Ein Autoradio. Wie teuer ist es? 97,99 Euro. Passt. Mach ich fertig. Also dann habe ich, das Autoradio, den Deckenhoodie und einen Elevate-Zipper. Korrekt? Genau. Okay, dann haben wir's. Till, vielen lieben Dank, dass du bei mir Sub bist. Ich bedanke mich und ich wollte noch eins sagen. Ja. Lass dich nicht unterkriegen von jeglichen Kommentaren. Hatte ich gestern im Stream mitbekommen, weil Melis sich da aufgeregt hatte. Zieh dein Ding durch, so wie du bist. Danke. Jeder kann irgendwo Fehler machen, aber man sollte auch nicht nur kleinkramig sein, ne? Danke, bei sowas. Danke. Aber vielen lieben Dank, mein Freund. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Hater gibt's immer. Kuss. Das ist richtig. Und immer am Ball bleiben, Freund. Vielen lieben Dank. Das war jetzt der zweite Gewinner, ne? Jetzt ist der dritte. Lukas, hallo, Lukas? Ah, hallo. Hallo, Lukas. Hallo. Man hört dich. Lukas, erzähl mal, woher kommst du? Wie geht's dir? Was machst du? Ich bin Lukas, komme aus der Nähe von Hannover. Ja, 19 Jahre alt, aber kenne ihn leider nicht. Ja, es ist gut so, dass du ihn nicht kennst. Das ist voll die Nervensäge. Bin gerade noch auf der Suche nach einem passenden Studiengang, weil ich letztes Jahr mein Abi gemacht habe. Sehr gut. Was für ein Schnitt? 3er-Schnitt. Ja, ist okay. Völlig. Passt ja, völlig. Reicht. Ich habe gesehen, du bist seit 2 Jahren Follower. Das heißt, seitdem du 17 bist. Mhm. Ja, ich war bei YouTube damals auch schon Mitglied. Oh, also schon noch. Mit Jordan die ersten Videos. Ja. Das freut mich sehr, dass du das auch gewonnen hast. Langjähriger Supporter. Ja. Das ist sehr cool. Willst du die 200 Euro safe oder willst du am Rad der Gier schnüffeln? Ich nehme die 200 Euro. Die 200 safe. Passen. Dann hast du dir schon was Cooles rausgesucht? Ja, ich habe bei Otto einen Monitor gesehen von Asus, weil mein einer von wegen FIFA dem Drecksgame gelitten hat. Ja, das unterschreibe ich dir. Das finde ich schön. Wie heißt der genau? Du musst es mir sagen. Asus VG278QF. Ja, der ist gerade im Angebot. Also. Hier, für 180 Tacken? Ja. Soll ich dir den einpacken? Das wäre cool, soll ich dir mit einer Langzeitgarantie oder willst du dir was für 20 Euro aussuchen? Eine Langzeitgarantie passt wegen FIFA. Guck mal, das ist ein bisschen schlau. Deswegen bist du auch Follower bei mir. Mhm. So, das sind dann 195 Euro. Die haue ich dir in den Warenkorb. Vielen lieben Dank. Dankeschön. In den Warenkorb. Ich bedanke mich bei dir, dass du so lange Follower bist. Ich habe mich zu bedanken. Nein, das ist selbstverständlich. So, nein, das ist nicht selbstverständlich. Ich mache mir das gerne. Was holst denn du so in FIFA? Das würde mich mal interessieren. Damals immer so Gold 1. Ja. Also, die alten Ränge. Jetzt Motivation ist verschwunden gegangen. Sag ich dir ganz ehrlich. Ja. Meistens dann so 11, 14 Siege. Ganz verstehen. Mehr wäre drin, aber ja. Den packe ich dir ein, den Monitor. 1 Millisekunde Reaktionszeit. Ist es der richtige? 27 Zoll? Ja. Oder den? Müsste sein. Ja, ist drin. Okay. Ich melde mich nochmal komplett bei. Also du wirst das mir dann die Adresse und so von dir geben müssen, ne? Okay, ja, ich habe deine Mods uns auch schon geschrieben. Ja, meine Mods machen da alles. Okay, mein Freund. Alles klar. Okay. Okay, gut. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Das
ist das nächste Spiel. Nächstes Spiel gegen Vitality. PS5-Auslosung. Focus hat gewonnen. Stimmt. Ich glaube auch, wenn wir gegen Vitality jetzt hier gewinnen, dann sind wir weiter. Ja, dann müssen wir weiter sein. Vitality hat aber, wie sind die so im E-Sport? Ja, die sind gut. Die haben halt eher so, guck mal, weißt du, wer da drin ist, hat zum Beispiel so ein Bone Cold drin. Ja, und so Bone Cold, ja, der ist halt in Velo schon bekannt. Der hat halt Weltmeister geworden in Velo. Ach, der war schon mal letztes Weltmeister. Jahr. Der war Weltmeister, aber er war eher so dieser IGL. Okay. Er war jetzt nicht irgendwie so der Madman Fragger, irgendwie so ein Yay oder sowas, weißt du? Er war einfach dann mit dabei, so würde ich sagen. Ja, aber Teddy war immer schon mit dabei. Das ja, schon immer. Eigentlich glaube ich schon fast mit der größten französischen Ork, würde ich sagen. Ich glaube, das ist französische Ork. War eigentlich schon einer der Korrigiert ältesten. Mich, wenn ich falsch bin. Aber eigentlich ist es eine geisteskranke Ork. Ja. Ronny, und zum ein Beispiel Supporter. Alter Spieler Twisten kennen auch ein paar noch. Vielen lieben Dank, mein Freund, fürs Mitmachen, dass du auch hier seit 8 Monaten Follower bist. Sehr, sehr nett. Du hast eine PlayStation 5 gewonnen. Die Mods nehmen deine Kontaktdaten auf. Du kriegst die nächsten. Das aber PS5 dauert immer bis. Also bis die bei dir ist. So Weihnachten kannst du damit schätzen. Team. Das ist jetzt das Team. Gender, Moisy, Orange Cold, Twisten und Destrian. Sehen alle verfrackt aus. Ja, aber die sind nicht unbedingt besser als die anderen. Aber das sind alles Fragger, ja. Wer von denen ist es? Wer von denen ist der Beste? So als Fragger, so Jaina, würde ich sagen, Twisten. Er ist halt noch sehr jung. Ich glaube, er ist 17 oder sowas. Oder 18. Ich rieche Kuss. Wir gehen rein. Und da ist direkt SoulChat. Zweites Spiel. Wenn wir gewinnen gegen die, gegen Vitality, kann mir einer sagen, wie die drauf sind? Dann sind wir weiter. Das ist wie eine, Digga, das ist die Creme de la Creme. Champions League ist das hier. Ja! 1-0 Fokus, Melina. Yogi mit Franks. Destrian, der ist aber jetzt tot. Left. Auf Kopf. Crosshair Placement. Gut. Nein, weil oben drauf noch einer steht. No. 2-1 Vitality. Ich habe das Gefühl, die sind raus. Ich habe das Gefühl, die haben ihr ganzes. Die haben ihr Pulver verschossen. Das ist wie, du hast die eine wirklich völlig abgearbeitet, aber die andere, die. Das ist flotter Dreier. Du musst da durchhalten, flotten Dreier. Die andere ist jetzt. Kommt aber wieder. Da ist nichts mehr. Die müssen nachladen. Die haben keine Schüsse mehr im Magazin. Nee, die haben nichts mehr drin. Das kommt wieder. Das nachladen, kommt wieder. Nachladen, Jungs, bitte. Ja. Einfach nachladen. Ich da meine blaue Pille rein. Ja, weg. Boah, die Digga, flawless. Auch nicht mal so knapp gerade. At the left, wegen Rotation. Boah. Oh. Und jetzt drück den flawless, back to back. Nein, nein. Good. Flawless. Ja, schön. Okay. Das ist genau wie das gleiche wie mit den Boys hier, wo Cloud. Nein, die haben 4 Runden geholt. Wir haben 4 Runden geholt, dann haben wir alles verloren. Ja. Das machen wir gleich auch. Ich will, dass der los ist. So schön runtergespielt. Alter. So clean. Auf geht's, das sind meine Jungs. Boah. Digga, ich bin ein Riesenfan von KeepZ. Weg. Erstand. 4x6-6. Muss ich überlegen. So. Oh, warte, Yugi. Ja, ist over. Also, Fusen, halt's mal bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, bitte! Oh mein Gott! Digga, wie schlau! Dass er dann sich auch noch so komisch hinhockt und hinstellt. Dass er seinen Kopf nach. Chat, dass er seinen Kopf nach unten macht, damit er nicht getroffen wird. Wenn man den Kopf nach unten macht, dann hat man weniger Fläche, getroffen zu werden. Digga. In den Boden rein, er Digga. Er ist so schlau. Das ist unsere Map auch noch. Wir spielen auf unserer Map. Wir müssten die eigentlich holen. 8-7. Yogi, gut. Sie gehen ran. Gut, Yogi. Nein, was? Nein, hör auf! Spoilert! Mann, da hier fast 30 Kills hat und wir trotzdem verlieren. Ja, Digga, er hat 30 Kills. Und da manche sind, weiß ich nicht, Yogi tot. 3 gegen 3. Follower sein auf Twitch und Follower sein auf Insta. Yuri, 3 gegen 1, aber ist geplant hat. Mach ruhig. Muss nicht sein, muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein. Er ist dahinter. Ja, schönes Timing. 10-9. Schönes in der Timing. Elko-Runde. Oh mein Gott. Der hat gewonnen, Manolito. Du wirst nachher eingeladen in Discord nach der Runde hier und kannst dir was aussuchen, mein Freund. Kannst dir ja schon mal Gedanken machen. Das ist over. Ey, Jungs, wir könnten hier das erste Match direkt wieder gewinnen. Und dann haben wir so gesehen 3 verkackte Matchbälle auf den Grupp, auf das Weiterkommen. Es geht hier übrigens um 100.000 Euro, ne? Die würden in meine Tasche reingehen. Ach, oh Scheiße. Gott. Oh mein Gott! Oh nein, 3 gegen 3. Nein! Let's go! Oh mein Gott! Für 7. Jetzt, er weiß nicht, dass du da bist. Nein! Oh! Ja! Er kann deinen Stellen rausholen. Oh, okay. Die wissen, wo er ist. Die wissen, wo er ist. Ja! Ja! Juri! Er hat den beiden TP geholt! Let's go!
Guck das immer noch zurück, Win. Digga. Und damit GG. Haben wir den ersten Win gegen Team Vitality. Let's Digga, fucking go. Ganz ehrlich, langsam ein bisschen gruselig. Wir hauen gerade die besten Teams der Welt weg. Los, how are you? You're a fucking beast, man. I say it one time and I say it two times ago. I don't need to be told, mate. I know. You're a fucking legend. Again, though, one more. It's cold in the studios? No, it is outside. It's pretty cold inside, yeah, but we got like hand warmers. Okay. You shit on kids. You shit on kids. Of course, man. Yes. Nice. Right, I'm gonna go anyway. Get warmed up for the next match. See you in a bit, boys. Hey, see you there. It's not bad. It's not bad, right? Hast du gehört, Eli? Was denn? Ja. Also gehört, ich hab gerade gefragt nach deinem Englisch. Jetzt ist es not bad. Wie ist mein Englisch? Frag ihn, ist gut, oder? Ja, ich hab gefragt, it's not bad. It's not bad, mein Englisch ist gut. Thank you. You understand what I say? I understand what he say. Was geht? Was geht, Manolito, wie geht's? Mir geht's sehr gut, um selbst. Auch, hast du dich so genannt, weil du wegen Melina, weil sie immer Manfred so nennt, oder heißt du Manolito? Meine Eltern wollten mich damals so nennen, das ist der spanische Name für Manuel. Der spanische Name für Manuel. Bist du Spanier? Nein. Achso, okay. Deutsch. Achso, okay. Wie alt bist du, Manuel? Woher kommst du? Ich bin 15 und komme aus der Nähe von Frankfurt. Oh, ey, was? 069? Ey, du machst nicht bei diesen Tinder-Matches mit, hast du verstanden? Sonst entziehe ich dir die Geschenke. Nein, nein. Oh Gott, nein. Willst du am Rad der Gier drehen oder willst du die 200 Euro nehmen? Ich nehme sowas von die 200 Euro. Passt. Hast du dir schon was überlegt? Ja. Ich würde den We Made It, den schwarzen Zipper nehmen von Elevate und die weiße Trackbands. Achso, willst du nicht, willst du Klamotten, willst du kein Parfüm oder so bei Auto irgendwie was oder bei irgendwie ein Handy oder so? Nee, das habe ich schon alles. Oh, zum Glück. Ich sag's dir ungern, der schwarze Zipper ist leider ausverkauft. Oder meinst du den neuen? Den neuen, ja. Achso, okay. Welche Hose meinst du? Die Light Grey Trackbands, die links. Dann hast du aber immer noch 75 Euro. Du kannst dir noch was für 75 Euro aussuchen. Welche Größe? S ist leider ausverkauft. Dann mach M. Wie groß bist du? 1,65. Das wird nichts mit M, sag ich dir so, wie es ist. Ich kann dir auch Zeit lassen. Du kannst dir das noch überlegen, was du willst. Kannst du auf Saturn durchstöbern, kannst bei Otto durchstöbern. Es gibt lustige Sachen. Du hast noch 130 Euro offen. Kannst dir Gedanken machen. Okay, dann schau ich nochmal. Der erste Gewinner der PlayStation 5 ist... Der Flori, Follower seit 2 Jahren. Absoluter OG. Der Flori, ich will wissen, seit wann er Sub ist. Du kannst fast nicht früher Sub sein. Ich habe im April 2020 nämlich angefangen zu streamen auf Twitch. Und der zweite Gewinner ist Nico. Follower seit ungefähr 1 Jahr. Das sind die beiden Gewinner. GGs. Okay, ich hätte dann einmal ein Eintracht Frankfurt-Trikot für meinen Vater. Okay, nice. Weihnachtsgeschenkt? Ja. Was hat dein Vater für eine Größe? XS. XL. Okay. 90 Gramm. Ja. XL? Jo. Dann hätte ich so eine Kuhkerze für meine Mutter. Gute Kuhkerze, kriegst du. Lass Platz im Kopf für Träume und Flausen. Da ist eine Kuh drauf. Ja. Und dann noch ein S. Oliver Parfum für meine Mutter. Das hier? Es gibt mehrere. Genau. Okay, welches willst du haben? Links oder rechts? Bin links. Da auch überfragt. Links, passt. Mach ich rein. Okay, na gut. Dann habe ich für dich einmal Elevate den Zipper in XS, den schwarzen, aus der neuen Kollektion. Ja. Ein Frankfurt-Trikot für deinen Vater in XL, ein weißes. So eine Kuhkerze habe ich jetzt. Ja. Magie-Milchkuh. Und eine Parfüm. Jo. Okay, ach, ich kann dir einen Sub geben. Bist du Sub? Nee, ne? Jetzt bist du Sub. Korrekt. Vielen Dank. Okay, mein Freund. Vielen Dank, dass du schon so lange am Start bist. Ich habe alles auf dem Schirm. Melde mich aber nochmal nach dem Stream. Okay, vielen Dank. Okay, kein Problem. Du musst eigentlich ein YouTube-Video draus machen, aber du machst ja keine Erfahrung. Ich mach. Machst du YouTube? Ich mach einen Vlog jetzt. Okay, wie oft lädst du was hoch? Ich mache halt jeden Tag, also jeden dritten Tag mache ich halt Valorant-Content, aber es ist ab heute, also... Hör auf zu stottern, wie viele Videos lädst du die Woche hoch? Ja, zwei. Zwei? Zwei, ja. Ja, okay. Ja, aber, was ich sagen wollte ist, halt kein richtigen Content, es hat nur Velo-Content. Ja, okay. Und mit Vlog ist okay, Digga, ist natürlich ist richtiger Content, das ist für die Velo-Community. Ja, du musst auf die Bahn. Boah! Das war ein Nein! Und das Ding ist over, wobei... Ich sehe ja nicht, was hier abgeht, Digga. Wow, das war eine gute... Nein, das war eine schöne Runde, Bro. Der hat gewonnen. Nein, das ist Bug. Oh mein Gott, das ist, Digga. Ja. Wir haben gewonnen, Eco-Runde. 4-3 jetzt, ne? 4-3. Ja. Ist gerade sehr unübersichtlich, Chat. Die kommen nicht drauf klar. Die haben so heftig technische Probleme. Oh, 2v1. Oh. 8-4.
Sieht nicht gut aus, wirklich. Also das spielen sie aber auch leider sehr gut. Also es ist deren Map leider, Chat. Es ist deren Map. Erste Runde haben wir auf jeden Fall schon mal gewonnen. Das ist wichtig. Guck mal, alle schreiben auch, wer nicht. Ja. Gold 4 gegen 4, 4 gegen 3. Jungs, das ist die wichtige Runde hier gerade. Ihr wisst das, oder? Wenn die gewinnen, 8-7 und dann haben sie keine... Dann müssen sie Half-Shield machen. Halt. 4 gegen 2. Digga, wie hat er den geholt? Ja. Focus Keep Z ist ein verfickter Macher. Ich sag's dir. Jetzt schon. No way, Denmark. Ja, ja, da irgendwo. Boah. Alter. Der Yugi kriegt gerade echt nur Bretter, ne? Der arme Mann. Der wird gerade so genommen, Alter. Weil wenn die hier gleich gewinnen, dann muss ich wieder wegen PS5 gewinnen. Es gibt also nur A und B in der Gruppe, und der Dritte ist nicht raus, ne? Der, wenn du Dritter wirst, bist du nicht raus. Kann Lower Brackets, glaube ich. Also, es gibt 8 Teams, 2 Gruppen mit jeweils 4 Teams. Der Erste aus der Gruppe ist direkt im Halbfinale, soweit ich weiß. Und der Letzte aus der Gruppe fliegt raus. Aber tendenziell, wenn du schon eine Map gewonnen hast, ist die Chance hoch, dass du schon weiter bist. Und der Zweite kommt wo rein? Die spielen morgen dann auf der Stage. Okay. Und was spielen die? Nicht Halbfinale. Und wenn du Erste bist, spielst du erst Sonntag wieder, oder wie? Ja, Sonntag spielst du dann schon im Halbfinale. Das heißt, du hast so ein Ticket weiter, wenn du Erster in der Gruppe bist. Wenn du Erster wirst, dann spielst du morgen nicht, ne? Ja. Okay, warte. What? Nee. Oh mein Gott. Sauber. Da werden so viele getimed gerade. Sauber. Obwohl? Ja, ist okay. Nimm mir hin. GG's, schade. Ist okay, 1-1 wieder. Wie gesagt, war der 1-1. Entscheidungsspiel im letzten Game. Taikes Follower seit dem 18.02. schon fast 2 Jahre, würde ich sagen. 3-1 gegen 1, Yugi. Bitte. Bitte, Yugi. Nein. Die haben Waffen, die werden die zweite Runde auch verlieren. Das Ding ist over. Scheiße, Digga, ich wurde gerade gespoilert von Red Bull. Bin ja auch gar kein Mann. Ruhe bewahren. Boah. Der war so gold. Sauber. 2-0, okay, jetzt müssen sie gewinnen, Chat. Das ist halt Bonusrunde, ne? Das ist halt sehr schade. Ja. Oh, fuck! 0-3 ist hart, Chat. Mach ihn weg. Guck mal, und Lame, die spielen das zu gut gerade. Was soll ich euch erzählen? Ja, ich habe aber gesagt vorhin, ne? Das mit diesem konzentriert spielen, das kann doch kein Mensch. So lange ist schon echt hart. So lange zu spielen, das ist. Am Ende ist einfach nur, wer kann mehr Ruhe bewahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 3 gegen 1! 3 gegen 1, die holen die Echo. Nimm deren Waffen! Schnell, rennt! Gut, die war ganz wichtig. Warte mal, sag mal kurz Sekunden, Jungs, von euch. 3 Leute hier, 6 Punkte. Schön. Nice. 2 Kills, wichtig. Jungs, noch ist nichts vorbei, meine Besten, ja? Wir brauchen jetzt den neuen 3 Kills. Noch ist nichts vorbei. Digga, das kann nicht sein. Nein. Das ist Konzentrationsschwierigkeiten. Ah. Ist nichts vorbei, meine Besten. 10-2, hin oder her. Du musst loslassen, Lame. Wir haben gerade plus 2 Punkte. So, Krü hat gerade minus 26. Das heißt, die haben nicht ein einziges Match aktuell gewonnen gehabt. Ja. Boah, das wird so mit Punktedifferenzen sein. Ach, vielleicht müssen sie sogar gegen Krü eine Map gewinnen. Zählt jede Runde? Ich dachte, overall Matches. Da kriegst du Punkte, da sind sehr viele Punkteverteilung. Ach, ich check's nicht. 12-4. Wie oft ich schon in 12-4 verloren hab, am Ende dann. Ich glaube, ich habe einmal in meiner Karriere 12-4 verloren. Ne, in 11-4 war das oder so. Das ist der geilste Skin, den es gibt. Das ist der geilste Share-Skin. No joke. Der ist so hässlich. Vom Schuss, von der Schussart her halt, ist das Ding. Desto größer die Hoffnung, desto größer der Fall. Ja. Ist echt so leer. Es ist halt Frankfurt, Bro. Sag ich einfach mal so. Guck mal, wie. Das ist so ein einfacher Trick. Ja, jetzt müssen sie loslassen. Jetzt müssen sie loslassen. Jetzt müssen sie. Oh, warte. GG's. Sie müssen loslassen. Sie haben losgelassen. Sie müssen loslassen und sie haben losgelassen. Vitality gewinnt ihr zweites Spiel und hat damit, Chat, 2 Spiele, 2 Wins in ihrer Gruppe. 5 Runden, 65-70, 29-5, also minus 5, minus 26. Ich glaube, das hier zählt. Ich weiß nicht mal, wie man das am Ende rechnet. Ne? Hier. Da links. Das ist, Gruppe 1. Erster Gruppe B, 11. Dezember, morgen 10. Dezember, Grand Final 11. Dezember. Preispool, 1. 50.000, 2. 20.000, 3. 4. 10. Das ist das Ding. Hallo Tuga, wie geht's? Super, mir geht's gut. Bisschen nervös. Nervös, woher kommst du? Wie alt bist du? Was machst du? Ich komme aus Köln, bin 18 und hab mein Abi dieses Jahr gemacht. Oh, stark. Was für ein Abschluss? 2,9 Durchschnitt. Ja, passt. Was willst du studieren? Ja, muss ich noch gucken. Ja, mach dir da keinen Druck. Na gut, mein Freund.
Du hast gewonnen. Du bist auch schon lange Follower, habe ich gesehen. Seit über einem Jahr. Aber kein Sub. Ja doch, ich bin Sub. Bei mir steht, dass du kein Sub bist. Also ich habe eben reingesubbt. Ja, hast gerade noch mal reingesubbt. Na gut, mein Freund. Ich frage dich. Möchtest du am Rad der Gier oder drehen oder möchtest du die Safe 200 nehmen? Das Rad. Du nimmst das Rad der Gier. Ja. Er nimmt das Rad der Gier, Chat. Das heißt, entweder kriegt er anstatt Safe 200 400 oder 100. Ich gehe rein. Ich gehe in Mute, damit ich dich nicht spoiler. Mach ja keinen Lacher. Es ist leider ein Bruch. Fuck. Es ist leider ein Bruch. Scheiße. Es ist ein Bruch. Aber es, du, ja. Aber für 100 Euro kann man sich auch was holen. Was willst du haben? Einmal die Elevate Cargo Hose. Ja. Und das Nackenkissen. Okay, also Cargo und Nackenkissen. Ja. Okay, du kannst ja auch irgendwie was anderes holen, ne? Wie du willst. Ja, alles gut. Okay, du kriegst dann, warte, lass mich mal kurz luschern. Hose, Cargo, welche Größe? M. Größe, wie groß bist du? So 1,75. Okay, okay. Cargo kriegst du. Close, ja, knappes Ding. M habe ich auf dem Schirm. Und das Nackenkissen willst du haben? Ja, richtig. Kriegst du, mein Freund. Vielen lieben Dank, dass du so lange am Start bist. Tut mir leid, aber so ist das Spiel. Aber Kuss trotzdem. Vielen Dank, dass du so am Start bist. Ja, danke, dass ich überhaupt dabei sein darf. Kein Problem. Ich wünsche dir viel Glück, Rest deines Lebens und Kuss, mein Freund. Vielen Dank. Danke. Gegen das Rad der Gier bist du machtlos.